Flugsaurier oder Pterosaurier. Diese Zusammenstellung ist zunächst nur eine kurze, nicht sehr anspruchsvolle, bunte Reise durch die Welt der Flugsaurier. Einleitung: Die Flugsaurier oder Pterosaurier sind eine Gruppe von ausgestorbenen fliegenden Reptilien, die von der Obertrias ab 228 Millionen Jahren bis zur Kreide-Tertiärgrenze vor 65 Millionen Jahren lebten. Sie stammen von gemeinsamen Vorfahren ab, den sogenannten Archosauriern, und sind die Schwestergruppe der Dinosaurier. Hier nur ein kurzer Blick auf den Inhalt. Zunächst werden die Ursprünge kurz gestreift mit der Entwicklung von Langschwanzflugsauriern und Kurzschwanzflugsauriern, danach ihrer Lebensweise, auch ihrer Fortbewegung, dann einiges zu ihrer Anatomie, dann ihre Entdeckungsgeschichte und schließlich ein Bilderbogen von verschiedenen Arten. Ganz zum Schluss werden die späten Riesen der Kreidezeit vorgestellt. Die Ursprünge. Die Vorfahren der Flugsaurier sind die Archosaurier. Das sind kleine, flinke Tiere, die in der oberen Trias auftreten, und sie wurden auch die Vorfahren der Krokodile und der Dinosaurier. Die ersten Arten, wie zum Beispiel Scleromochlus hier im Bild und die Lagerpetidae, scheinen schnelle, wendige Reptilien mit langen Hinterbeinen und kurzen Vorderbeinen gewesen zu sein. Hier im Bild die Lebendrekonstruktion einer Art eines Lagerpetiden, also von kleinen, meistens zweibeinig laufenden Vorfahren aus der Trias. Man vermutet, dass sie vom Boden oder von Bäumen aus nach ihrer Beute sprangen und sich aus diesen Sprüngen die ersten Gleitflüge entwickelten. Wahrscheinlich entwickelten sie bereits eine Flughaut für diese Flüge. Die frühen flugfähigen Arten waren Langschwanzflugsaurier, viele von der Gattung Rhamphorhynchidae, auf Deutsch Schnabelschnauze, mit langem Schwanz, relativ kurzem Humerus, also Oberarmknochen, und kurzen Mittelhandknochen, die dann im oberen Jura ausstarben. Hier im Bild ein berühmtes Fossil, sogar mit Abdrücken der Flughaut und dem Schwanzsegel, aus den Kalkplatten von Eichstätt. Hier fliegt ein Schwarm von Rhamphorhynchus-Sauriern über das Jurameer von Süddeutschland. Aus den frühen Langschwanzflugsauriern gingen im mittleren Jura die Kurzschwanzflugsaurier oder Pterodaktylen, auf Deutsch Flügelfinger, mit kurzem oder fehlendem Schwanz und relativ langen Mittelhandknochen hervor. Die waren in allen Lebensräumen erfolgreich und lebten mit vielen Arten noch bis zum Kreide-Tertiär-Ereignis. Im Bild ein berühmtes Skelett der Typusart Pterodactylus antiquus, alter Flügelfinger, aus den Kalkplatten von Solnhofen. Immerhin bis 75 cm Flügelspannweite. Zu ihrer Lebensweise. Man geht davon aus, dass die kleinen Arten aktiv flogen, dass aber die großen Arten überwiegend Segelflieger waren, besonders über den Meeren, und dass ein Hauptteil ihres Nahrungsspektrums aus Fischen bestand. Hier ein Bild von Anhangera piscator, fischender alter Teufel, eine Bezeichnung auch aus der Indiosprache. Ein Kurzschwanzflugsaurier der Kreide aus Amerika. Zur Lebensweise. Sie scheinen Warmblüter und Karnivoren gewesen zu sein, wahrscheinlich überwiegend Fisch- und Insektenfresser. Einige waren auch behaart, wie hier zum Beispiel im Bild Sordes pilosus, behaarter Teufel mit Haaren am ganzen Körper. Vermutlich lebten sie in Brutkolonien zusammen und legten Eier. Das gab die Möglichkeit für früh entwickelte Junge. Fossilfunde scheinen das zu belegen. Die Fortbewegung.
An Land war entweder Biped, zweifüßig, wie bei heutigen Vögeln, besonders bei den kleineren Arten, oder Quadruped, vierfüßig, besonders bei den großen Arten, mit Einsatz ihrer Arme, wobei der Flügelfinger nach hinten umgeschlagen wurde, hier im Bild bei dem Riesen Quetzalcoatlus zu sehen. Zur Anatomie der Flugsaurier. Die Flughaut wurde zwischen dem Körper und dem stark verlängerten vierten Finger ausgespannt. Der fünfte Finger fehlte. Die ersten drei Finger endeten in unterschiedlich langen Krallen vorne am Flügel. Die Halswirbelsäule war 8 Wirbelkörper lang und sehr beweglich. Der Schwanz hatte anfangs 35 Wirbel, später wurden diese stark reduziert. Anfangs bestand oft auch ein kleines Schwanzsegel. Alle hatten einen Ring aus Knochenplatten rund um die Augen, dessen Funktion bisher unklar ist. Das Bild zeigt einen Vergleich der Anatomie der Flügel zwischen den früheren und den späteren Arten, in diesem Fall die späteren Arten mal links, mit den deutlich verlängerten Mittelhandknochen und dem längeren und stärkeren Humerus-Oberarmknochen. Viele Flugsaurierarten hatten teilweise hohe Knochenkämme des Schädels, die vielleicht der Flugstabilisierung dienten. Ihre genaue Funktion wird aber noch diskutiert. Im Bild einige Pteranodon-Arten, bei denen die Knochenkämme sogar zur Artunterscheidung dienen können. Zur Anatomie der Zahnentwicklung. Die frühen Arten, die Langschwanz-Pterosaurier, hatten viele und auch mehrkronige Zähne, oft auch sehr spitze und reusenartige Zähne zum Ergreifen der Fische. Im Verlauf der Entwicklung wurden die Zähne immer glatter, einkronig, runder und zuletzt ganz zurückgebildet, sodass die Riesen der späten Kreidezeit zahnlos waren und die starken Kiefer schnabelähnlich wurden. Im Bild zum Beispiel der furchterregende Schädel und Schnabel von Hatzegopteryx, der sogar größer ist als die vergleichbar riesiger Landdinosaurier. Der erste Flugsaurier, der beschrieben wurde, ist hier im Bild. Pterodactylus antiquus in Fundlage aus dem Jura von Eichstätt. Er wurde 1784 von Cosimo Collini beschrieben. Collini stammte aus Florenz und war Sekretär von Voltaire und dann Direktor des Mannheimer Naturalienkabinetts, wobei er sich Verdienste erwarb. Er beschrieb ihn zunächst als ein merkwürdiges Mischwesen zwischen Vogel- und Fischechse, und das Fossil wurde erst 17 Jahre später richtig gedeutet als fliegendes Reptil. Hier wieder ein schönes, stimmungsvolles Bild von unserem bekannten Zeichner Heinrich Harder, 1920. Rechts im Bild die älteren Arten, Langschwanzflugsaurier, Rhamphorhynchus, und links die jüngeren Pterodactylus. Gute Fundstätten für Flugsaurier lagen in England, zum Beispiel bei Weldon, die Art Dimorphodon. Berühmte Fossilien wurden aber auch besonders in den Plattenkalken von Solnhofen und Eichstätt entdeckt, dort sogar mit der Erhaltung von Flughäuten und Weichteilen. Später kamen weitere Funde dazu in Italien, zuletzt in Brasilien und mehrere auch in Nordchina. Das Bild zeigt, welche Mühe man Mitte des 19. Jahrhunderts noch hatte mit der Darstellung der Urwelt. Hier Darstellungen aus dem Crystal Palace in London, rechts Pterodactylus und vorne Megalosaurus, noch sehr verquer dargestellt. Zum Vergleich eine Darstellung des Raubsauriers Megalosaurus aus Amerika, so sah er in Wirklichkeit aus. Weiter zur Entdeckungsgeschichte der Flugsaurier. 1870 beschrieb Othniel Marsh in Kansas, der berühmte Fossiliensammler,
als Art Pteranodon, auf Deutsch zahnloser Flügel, mit 7 bis 9 Metern Flügelspannweite ein Gigant, vermutlich war er ein fischfressender Gleitflieger. Erst ein Jahrhundert später, 1971, entthronte ihn Quetzalcoatlus in Texas mit 11 bis 13 Metern Flügelspannweite als größten Flugsaurier. Im Folgenden, ohne wissenschaftlichen Anspruch, für das Auge ein bunter Bilderbogen von Flugsaurierarten von der Trias bis zum Ende der Kreidezeit. Hier eine schöne Rekonstruktion einer frühen Art Eudimorphodon bereits aus der Trias, immerhin mit 1 Meter Flügelspannweite, mit allen Zeichen eines Flugsauriers, auch bei einem Langschwanzflugsaurier mit dem Schwanzsegel. Bei dieser Art Dimorphodon aus dem Jura würden die furchtbaren Zähne zwar jeden Kieferorthopäden zur Verzweiflung bringen, aber sie sind doch sinnvoll. Bei geschlossenem Schnabel greifen sie ineinander und der Schnabel ist vorne verbreitert, also ideal zum Erfassen glitschiger Fische. Hier ein sehr plastisches Bild über den Alltag im Erdmittelalter und den täglichen Kampf um das Leben und Überleben. Im Vordergrund ergreift ein Rhamphorhynchus Flugsaurier mit seinen scharfen Zähnen einen Kalmar. Auch wenn die Art Plesiotheutis ausgestorben ist, so gibt es doch heute noch 250 Arten dieser zehnarmigen Kopffüßer. Im Hintergrund rechts eine weitere interessante Szene. Ein Raubfisch taucht auf und schnappt nach einem tieffliegenden Rhamphorhynchus. Zur Szene des vorigen Bildes rechts. Für beide ist die Sache nicht gut ausgegangen. Beide sind gestorben, dann von Sedimenten überdeckt worden und fossiliert. Hier ein Standbild aus dem Erdmittelalter. Ein Raubfisch, der einen kleinen Rhamphorhynchus gefangen hat. Hier eine erst vor kurzem entdeckte kleine Rhamphorhynchus-Art aus Bayern, Bellobrunus, der Schöne aus Brunn. Eine andere mittelgroße Rhamphorhynchus-Art, der Körper ist mit vielen feinen Federhaaren bedeckt. Für die Pterodaktylen, Flügelfinger, waren typisch die Entwicklung verschiedener Knochenkämme am Schädel. Es ging auch kleiner. Anurognathus aus dem Jura von Bayern hatte eine Rumpflänge von nur 5 cm und eine Flügelspannweite von knapp 40 cm und jagt hier eine übergroße, altertümliche Flurfliege. Hier ein großer Flugsaurier der Kreidezeit aus Südamerika, Pterod austro, also Südflügel, der hochspezialisiert war, mit zahlreichen dünnen, borstenförmigen Zähnen, die wie Reusen beim Fischfang wirkten. Zur Bestätigung der bildlichen Darstellung hier sein fossiliertes Skelett. Hier kreist ein vor kurzem erst entdeckter und mittelgroßer Flugsaurier der Kreidezeit, Mimodactylus libanensis, über dem ehemaligen Tethysmeer, dem heutigen Mittelmeer. Die Fundlage für die Fossilien von Flugsauriern ist bisher spärlich für Australien. Mit Ferrodraco wurde aber ein großer Kurzschwanzflugsaurier aus der späten Kreidezeit in Australien gefunden. Hier eine vergleichende Gegenüberstellung von Dinosauriern und Pterosauriern aus der späten Kreidezeit in Amerika. Der einzige echte Flugsaurier ist der größte, Quetzalcoatlus, rechts im Hintergrund. Struthiomimus ist ein befiederter Laufsaurier und Anzu aus China ein befiederter Oviraptor. Die Entwicklung gipfelt in der Kreidezeit in der Entwicklung von riesigen Formen von Flugsauriern, die auch bis zum Meteoriteneinschlag herrschten. Zu ihnen gehörte zum Beispiel Ornithochiros, die Vogelhand. Er war ein Kurzschwanzflugsaurier mit kurzen, kräftigen Zähnen.
Er war ein Fischjäger mit schlankem Schädel und mit 2,5 bis sogar geschätzt 8,5 Metern Flügelspannweite. Ein Segelflieger über den Meeren der Kreidezeit. Hier sieht man ein nachgebautes Modell in Lebensgröße am Himmel. Man hat Fossilien von Ornithocheiros in der alten und in der neuen Welt gefunden. Zu unseren späten Riesen der Kreidezeit gehört auch Pteranodon, auf Deutsch zahnloser Flügel, ein Kurzschwanzflugsaurier aus der Oberkreide. Pteranodon war ein Segelflieger mit 7 bis 9 Metern Flügelspannweite und ein Fischfresser. Hier ein beeindruckendes Skelett von Pteranodon im Naturhistorischen Museum von New York. Pteranodon hatte bereits einen zahnlosen Schnabel als Ausdruck der späteren Entwicklung und besaß mächtige Hinterhauptkämme, die von Art zu Art variierten und deren Funktion bisher spekulativ ist. Das reicht von der möglichen Stabilisierung beim Flug bis hin zu Imponierdarstellungen bei der Paarung. Unter den späten Riesen der Kreidezeit war Quetzalcoatlus der größte. Quetzalcoatlus wurde benannt nach dem mittelamerikanischen Gott Quetzalcoatlus, der als gefiederte Schlange dargestellt wird. Er war ein Kurzschwanzflugsaurier, der bisher nur in Amerika in Schichten der späten Kreidezeit gefunden wurde. Hier eine Darstellung aus Polen. An Land bewegten sich diese riesigen Flugsaurier quadruped vierfüßig und erreichten eine Höhe von fast 5 Metern. Schlimm für alle kleineren Tiere, die in die Nähe dieser gewaltigen Schnäbel kamen. Das Skelett aus Frankfurt deutet es an. Quetzalcoatlus hatte mit einer Flügelspannweite von 11 bis 13 Metern die größte Spannweite aller bisher gefundenen Pterosaurier, also in der Größenordnung eines kleinen Segelflugzeuges. Seine hohlen Knochen ermöglichten ein niedriges Fluggewicht. Ein eindrucksvolles Bild von unserer gefiederten Riesenschlange und von ihren Spuren im Sand. Von der Gattung Quetzalcoatlus aus Amerika sind zumindest zwei Arten bekannt. Der riesige Quetzalcoatlus Northropi zu Ehren eines amerikanischen Flugzeugingenieurs Northrop benannt und der kleinere Quetzalcoatlus Lawsoni. Hier der faszinierende Versuch, ein lebensgroßes Flugmodell von Quetzalcoatlus zu bauen. Der letzte in der Reihe unserer späten Riesen der Kreidezeit wurde erst 1978 entdeckt, Hatzegopteryx, Flügel aus Hatzeg in Rumänien, Transsilvanien, auf Deutsch Hötzing in Siebenbürgen. Er war ein riesiger Kurzschwanzflugsaurier mit bis zu 12 Metern Flügelspannweite, somit fast so groß wie Quetzalcoatlus und sogar mit einem noch mächtigeren Schädel. An Land bewegte sich auch Hatzegopteryx quadruped vierfüßig und war natürlich der Schrecken für seine Umgebung. Am Boden stehend war er 5 bis 6 Meter hoch, so groß wie eine heutige Giraffe. Sein Schädel gilt mit 3 Metern Länge als der größte Schädel aller Landwirbeltiere, sogar größer als die Schädel der furchterregenden Echsen Tyrannosaurus oder Spinosaurus, hier links auch noch Giganotosaurus. Um die Verhältnisse noch einmal zu verdeutlichen, hier ein Größenvergleich im Stehen an Land zwischen einem Menschen sowie Nyctosaurus, eine kleine Pteranodon-Art, und den beiden Riesen Hatzegopteryx und Quetzalcoatlus. Das Bild hier zeigt ein Tier, das kein Flugsaurier mehr ist oder auch nie war und auch noch kein Vogel,
sondern unser Archäopteryx, der Urvogel, alte Feder, das lange vermisste Bindeglied zwischen den Reptilien und den heute noch lebenden Vögeln und schließlich gefunden in Eichstätt in Bayern. Mit den Zeichen von Zähnen und Krallen der Reptilien und den Federn der modernen Vögel. Jetzt sind wir zum Ende unserer kleinen Fantasiereise durch die bunte Welt der Flugsaurier des Erdmittelalters gekommen mit ihren erstaunlichen und merkwürdigen Geschöpfen. Leider hat sie alle das Schicksal der Geschwister-Dinosaurier am Boden am Ende der Kreidezeit ereilt. Die sich parallel entwickelnden Vögel und die Fledertiere der Säuger haben überlebt und den Luftraum übernommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Dr. Hans-Jürgen Alexi.